Hallo liebe T4 Bastelbus-Gemeinde, heute ein neues Video und zwar, ich möchte einfach den Stauraum etwas erweitern, einfach um im Fahrzeug selber ein bisschen Platz zu schaffen und die Sachen, die vielleicht im Fahrzeug nicht so oft oder häufig verwendet werden, nach außen auslagern. Und was ich mir dabei gedacht habe und wie ihr das umsetzt, zeige ich euch in dem Video. Ich habe mir, um einfach meinen Stauraum ein bisschen zu erweitern zum Kenner, von Auer einen dieser Schutzkoffer organisiert. Beziehungsweise ich habe sogar zwei, weil es soll einer auf die linke und einer auf die rechte Seite kommen. Und diese Schutzkoffer, muss ich sagen, ich finde die sehr interessant. Erstens sind sie wasserdicht. Ihr könnt euch die Koffer also unterschiedlich konfigurieren. Ihr könnt die haben mit Schlösser, ohne Schlösser oder auch zum Beispiel bloß mit zwei Schlösser. Die hat jetzt halt vier Schlösser, die hat drei Griffe, links und rechts nur jeweils einen und hat jetzt die Maße 120 x 40 x 16,8 und mir persönlich gefällt ziemlich gut, wenn man mal auf der Rückseite schaut, wir haben hier so Rollen, also quasi wie bei einem Trolley und ja, was kann man mit einem Trolley machen? Den kann man super mit sich mitziehen, also von dem her finde ich das ganz klasse. Und innen drin, können wir mal reinschauen, da werden wir jetzt bis auf ganz viel Schmutz und Dreck nicht viel sehen, aber von innen schaut das Ganze jetzt einmal so aus, also sehr, sehr hochwertig verarbeitet, muss ich sagen, macht einen sehr stabilen und einen ordentlichen Eindruck. Und hier drin könnt ihr zum Beispiel auch noch Konfiguration auswählen mit Schaumstoff, wenn ihr zum Beispiel hochsensible Geräte oder so transportieren wolltet, dann kriegt ihr da so Schaumstoffwürfel und ihr könnt euch dann dementsprechend ausschneiden bzw. rausnehmen. Genau, so viel zu diesem Koffer. Und das Ganze, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, soll jetzt halt von außen an die Rut montiert werden. Und zwar an die Schiebetür. Die soll dann quasi später so an der Schiebetür hängen. Und mein Plan ist, wenn man dann hier so den Koffer aufmacht, dass man vielleicht ja, eine Küche oder was reinbaut, dass ich den Deckel dann zum Kochen benutzen kann oder wie auch immer. Aber so viel zur Theorie. Also soll ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Ja, der Plan ist jetzt eigentlich ganz einfach. Ich möchte hier diese Airline-Schienen da hinmachen. Oben und unten. Eine Querstrebe dann hier und auf diese Strebe dann eben diese Box draufschrauben. Habt ihr bestimmt schon 100-mal gesehen, Airline-Schienen sind meiner Meinung nach einer der besten Befestigungsmöglichkeiten, was wir an so Fahrzeugen haben. Schauen nebenbei auch noch gut aus, wenn man die richtigen nimmt. Und befestigungstechnisch werde ich es mit Sicker kleben und dann mit der Boniten fixieren, damit die halt ja, ein bisschen Festigkeit mit dabei ist. Ich habe mich jetzt hier für schwarz gepulverte Airline-Schienen entschieden und zwar ist es eine Airline Light, das heißt, die ist 28 mm breit. Es gibt natürlich nur breitere. Das Ganze wird mit einer Endkappe versehen und ja, dazu bauen wir es mal schnell hin. Das machen wir jetzt im Schnelldurchgang und bis gleich. Also wie gesagt, Schiene anbauen im Schnelldurchgang. Im Prinzip, habt ihr es ja gesehen, Löcher bohren, ein bisschen Sicker nehmen, hinkleben, dann O-Nieten. Nieten habe ich jetzt halt hergenommen, Aluminium-Nieten, und zwar 4x10 mm.
Ziehung einwandfrei. Dahinter ein bisschen ein Sticker drauf da. Und ja, ich denke, das sollte kein Problem nicht sein. An den Löchern selber habe ich jetzt halt ordentlich Sticker eingeschmiert. Spätestens, wenn sich die Niete dann hinten ohne zirkt, wird das Loch erstens versiegelt und zweitens ist es auf jeden Fall dicht. Später, wenn es jetzt alles mal trocken ist, möchte ich vielleicht nur auf die Nietenköpfe oben, dass man da nochmal mit Sicker verschließt. Aber das mache ich erst, wenn alles soweit montiert ist. Jetzt im Prinzip gibt es diese Fittinge. Die kennt ihr bestimmt schon. Die habe ich schon auf der anderen Seite mal verwendet, wo ich was befestigt habe. Ja, die werden jetzt einfach hier eingesetzt. Dann fixiert sich das Ganze. Und dann möchte ich einfach so ein Eisen hinmachen, beziehungsweise so einen ganz einfachen Geräteträger. Es muss jetzt nichts Großwendiges, Aufwendiges sein. Und ja, und dann geht's weiter. Also, so schauen jetzt die Schienen da drauf auf. Ich weiß schon, die Schienen, die sind jetzt halt aus der Not geboren, aber die werden natürlich noch schöner gemacht. Beziehungsweise hier kommt da so eine Geräteplatte kommt da noch her. Aber das zeige ich euch später. Wobei, wer mich auf Instagram verfolgt hat, der hat vielleicht schon den ein oder anderen Spoiler gesehen. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Die Streben sind jetzt drauf. Ich werde jetzt gleich hier mal diese Löcher in die Box mal reinbohren und zumindest einmal die Grundfixierung machen. Ja, und den Rest ist halt dann ein bisschen rausgemessen, aber bin mir sicher, das kriegen wir hier. So, so weit, so gut. Schauen wir uns das einmal an. Und wenn wir jetzt halbwegs vernünftig gearbeitet haben, passen die Löcher. Jawohl. So. Jetzt habe ich da, weiß nicht, ob ihr es seht, so große Rändelschrauben. Ich mache jetzt einmal ein Beilagscheiben drunter, ob ich zwar nicht brauche oder nicht, weiß ich nicht, aber. Schaut vielleicht nicht so schlecht aus. Und dann fixieren wir das Ganze da mal. Dann kann es uns da schon mal nicht mehr weg. Und das Gleiche machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Da haben wir das Gleiche nochmal. Und so habe ich einfach die Möglichkeit, dass ich die Box aber wegnehmen kann. Habe ich ja vorher gesagt, man kann die auch als Trolley verwenden. Ob jetzt die Seite so oft weggemacht wird, weiß man nicht, keine Ahnung, weil da soll irgendwann einmal so eine Außenküche reinkommen. Also so ist zumindest der Plan, dass man hier vielleicht so kleine Fächer reinmacht, wo man Tassen, Gewürze reinstellen kann. Und hier drin dann, vielleicht mache ich so ein Rüffelblech rein, dass die Hitze nach unten, dass sie nach unten nicht so heiß wird. Und dann da einfach einen Kocher draufstellen. Aber wie genau ist es jetzt zu machen? Habe ich mir ehrlich gesagt noch keinen großen Kopf nicht gemacht. Aber das soll so ungefähr der ungefähre Plan werden für die Box. Und ja, und schon ist die fest. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch schnell unsere Behelfsstreben da schnell noch anschrauben. Und dann war es das. Dazu brauchen wir eigentlich bloß wieder Beilagscheiben. Da haben wir da. Auch wenn das nicht die schönsten sind, aber jetzt dabei tut das alle rein. Selbst sich an die Mutter drauf. Angeschraubt und fertig. Ja. Ja, so weit, so gut, darf ich sagen. Das Ding ist drauf, hebt wie Bombe. Von der Fahrzeugbreite sind wir nur im Rahmen. Durch das, dass ich ja die Docker-Spiegel drauf habe, kann man auch noch ordentlich vorbeischauen. Also von dem her sind wir auch safe. Und ja, inwiefern jetzt die Box natürlich in dieser
Montageposition nur wasserdicht ist, müssen wir noch rausfinden. Aber normalerweise dürfen sie nichts fein. Und wie gesagt, ja, hier haben wir jetzt halt weitere Verstaumöglichkeiten. Das gleiche kommt übrigens nur auf die andere Seite. Also ich habe von diesen Boxen für die Route mal zwei Stück geplant. Und ja, da hinten kann man ja leider wenig montieren, weil durch das, dass er da die Schiebetür wahrscheinlich ständig angehen wird. Aber jetzt zeige ich euch nur eine andere Montagemöglichkeit, wie ich jetzt meine Sandbleche montiert habe. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir mal auf die andere Seite. Genau, und zwar möchte ich auf allen vier Seiten bzw. auf den drei Seiten diese ja, Gitter da hinmachen, um einfach ein bisschen mehr Flexibilität zu haben, wenn ich Teile außen befestigt, und deswegen werden da drüben meine provisorischen Eisen, was ich da zieh gemacht habe, diese Gerätehalter, die fliegen deswegen weg. Ja, dieses Blech, wenn einer Interesse hat von euch, wird es ab nächstes Jahr wahrscheinlich bei mir im Shop geben. Einfach mal bei bastelbus.de vorbeischauen und ja, irgendwann ist dann da und dann könnt ihr zuschlagen. Genau, so viel jetzt halt einfach einmal zu diesem Video. Einfach einmal, um zu zeigen, wie man ja, einen Stauraum im Außenbereich einmal erweitern kann. Und wie es dann weitergeht, sehen wir dann wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ich gehe jetzt halt einmal ein bisschen in Winterpause. Vielleicht kommt noch das ein oder kleine Video noch zwischendrin, aber vom Umbau her war es jetzt einmal vorerst mit der Route. Ich möchte Danke sagen an alle, die mich trotz dessen, dass von mir jetzt nicht so viele Videos kommen, immer treu zuschauen. Danke für die Kommentare, die ihr immer abgebt. Also ich freue mich jetzt mal, wenn ich mal wieder mal einen ordentlichen Kommentar beantworten kann. Und ich würde sagen, das belassen wir so dabei. Beim nächsten Mal bei der Route muss ich ganz ehrlich sagen, der TÜV steht an. Es müssen ein paar Anpassungen gemacht werden, sage ich jetzt einmal, ans Fahrzeug, dass der TÜV nicht allzu viel zum Meckern und Musern hat. Aber wie gesagt, dazu dann im nächsten Jahr. Danke möchte ich sagen an meinen Aufruf, was die BHs betrifft. Es ist schon, ja, der ein oder andere BH ist schon eingegangen. Es sind auch schon ein paar lustige Anekdoten dazu geschrieben. Aber ich habe mir jetzt gedacht, das ist mir noch zu wenig. Ich möchte noch mehr von euch. Deswegen machen wir es jetzt einfach so. Ihr schickt mir eure BHs und eine Geschichte dazu. Wenn ihr meint, dass den BH, den ihr gerade, keine Ahnung, gekauft habt oder wie auch immer, wo ihr den her habt, den BH, wenn ihr der Meinung seid, der muss in die Route unbedingt einen Platz finden, dann schreibt mir einen kleinen Zettel dazu, schreibt eine kleine Geschichte dazu, mir egal, lasst euch was einfallen, macht das Ganze ein bisschen interessant. Ich werde das dann hier am Kanal veröffentlichen. Wir suchen uns dann die besten Exemplare, suchen wir uns dann raus. Und derjenige, der von mir dann gewählt wird, oder vielleicht haben wir ja auch eine Glücksfee, der kriegt von mir einen Gutschein vom bastelbus.de über 150 Euro. Also, wühlt mal in eure Kleiderschränke, reißt die Dinger von eurer Oma runter, mir egal wie ihr es macht, schickt mir die BHs zu. Schaut im Impressum, da steht meine Adresse drin, schreibt es auf euer Paket und schickt mir eure BHs zu. Bin mir sicher, das wird eine lustige Sache. Und ja, so viel jetzt dazu und so viel jetzt zu diesem Video. Ich wünsche euch alle schöne Weihnachten, ein frohes Fest, bleibt gesund und rutscht ins neue Jahr gut rüber, auf das, dass das nächste Jahr vielleicht ein bisschen besser wird als dieses. Aber ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video und Servus.